Willkommen bei Mathematik macht Freude und Freunde. Mein Name ist Jana und wir werden gemeinsam das Arbeitsblatt Grenzwerte von Folgen besprechen. Du findest einen Link zum Arbeitsblatt unterhalb des Videos und du kannst es entweder herunterladen oder noch besser ausdrucken. Wir wollen uns jetzt einen kleinen Überblick verschaffen über das Thema Grenzwerte von Folgen. Wie du weißt, ist eine Folge nichts anderes als eine Aufzählung von Objekten. Und hier wird es sich bei den Objekten immer um Zahlen handeln. Die Schreibweise, die wir benutzen, ist, wenn ich an in Klammern schreibe, meine ich damit die Folge, wo das erste Folgenglied a1 ist, das zweite ist a2, das dritte a3 und so weiter. Hier sind zwei Beispiele. N in Klammern steht für die Folge 1, 2, 3 und so weiter. 1 durch n in Klammern steht für die Folge 1, 1/2, 1/3 und so weiter. Folgen können verschiedene Eigenschaften haben und was uns besonders interessiert ist, ob eine Folge einen sogenannten Grenzwert hat und wenn ja, was es ist. Wir würden natürlich eine genaue Definition des Grenzwerts kennenlernen und erst mit Hilfe dieser Definition können wir dann zum Beispiel wirklich überprüfen, ob eine gegebene Zahl der Grenzwert einer gegebenen Folge ist. Wir werden auch sehen, dass ob Folgen einen Grenzwert haben und was dieser ist, mit dem Monotonieverhalten einer Folge und deren möglicher Beschränktheit zusammenhängt. Und wir werden Berechnungen anstellen. Zum Beispiel werden wir die sogenannten Grenzwertsätze dazu benutzen, um Grenzwerte zusammengesetzter Folgen zu berechnen, aus den Grenzwerten ihrer Teile. Hier ist ein Beispiel. Wenn ich weiß, dass die Folge an als Grenzwert 3 hat und die Folge bn hat als Grenzwert 2, dann kann ich daraus schließen, dass der Grenzwert der Folge an mal bn, also der Folge, wo das nte Folgenglied das Produkt der zwei nten Folgenglieder ist, diese Folge hat als Grenzwert das Produkt der Grenzwerte, also 3 mal 2 ist gleich 6. Nicht alle Folgen haben Grenzwerte und das kann verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel die Folge 1, minus 1, 1, minus 1 und so weiter hat keinen Grenzwert, weil die Folgenglieder eben zwischen 1 und minus 1 herumspringen. Die Folge n hat auch keinen Grenzwert und das ist, weil die Folgenglieder beliebig groß werden. Wenn das passiert, dass die Folgenglieder beliebig groß werden, dann sagen wir auch, dass der Grenzwert der Folge unendlich ist. Und wir können auch Berechnungen anstellen für Folgen mit Grenzwert unendlich. Zum Beispiel, wenn ich weiß, dass die Folge an gegen unendlich geht und der Grenzwert der Folge bn ist 2, dann kann ich daraus schließen, dass der Grenzwert der Folge an mal bn auch unendlich ist. Wir behaupten hier sozusagen, dass unendlich mal 2 unendlich ist. Allerdings muss man da aufpassen. Hier ist ein anderes Beispiel. Wenn ich weiß, dass der Grenzwert der Folge an unendlich ist und der Grenzwert der Folge bn ist 0, dann kann ich daraus leider nichts über den Grenzwert der Folge an mal bn schließen. Wir sagen auch, dass der Ausdruck 0 mal unendlich ein unbestimmter Ausdruck ist.
In anderen Worten, was der Wert dieses Ausdrucks ist, hängt davon ab, wie schnell die Folge an gegen unendlich geht und wie schnell die Folge bn gegen 0 geht.